Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Mein Name ist Silke Alsweiler-Lösch und ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. Wie schön, dass Sie uns bei einer weiteren Podcast-Folge zuhören, mit der wir Sie alle in Corona-Zeiten unterhalten wollen. Blicken Sie mit mir und meinen Gästen hinter die Kulissen unseres Opernhauses. In einer Zeit, in der ein Opernhaus schweigen muss, wollen wir mit denen sprechen, die sonst im Haus für die wunderbaren Abende der Deutschen Oper Berlin sorgen. Wir sind erneut im Mausoleum, das Sie alle von den Einführungen mit Jörg Königsdorf kennen. Und es heißt im Hausjargon Mausoleum, weil hier die Büsten wichtiger Persönlichkeiten stehen. Natürlich ist für den nötigen Pandemieabstand auch zwischen meinem Gast und mir gesorgt. Heute bin ich im Duett mit Thomas Ferle, geschäftsführender Direktor der Deutschen Oper Berlin. Herr Ferle, Sie sind unseren HörerInnen natürlich bestens bekannt, aber dennoch möchte ich gerne ein paar Stationen aus Ihrem Lebenslauf erwähnen. Sie wuchsen in Hamburg auf, haben Betriebswirtschaftslehre studiert und sind dann gleich in die Kultur abgebogen. Sie waren unter anderem am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, ab 1994 Intendant, Verwaltungsdirektor und Geschäftsführer des Vorpommerschen Theaters und Sinfonieorchesters in Stralsund. 1998 wechselten sie zunächst als Verwaltungsdirektor ans Staatstheater Braunschweig, wo sie dann ab 2004 zusätzlich stellvertretender Generalintendant des Staatstheaters waren. Schon seit August 2011 sind Sie geschäftsführender Direktor der Deutschen Oper Berlin, Geschäftsführer der Deutschen Oper Berlin Vermarktungs GmbH und zudem Vorstandsmitglied der Stiftung Oper in Berlin und Mitglied des Vorstands der im November 2016 gegründeten Stiftung für die Deutsche Oper Berlin. Herr Ferle, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit mir das 14. Podcast-Duett wagen. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Hörer. Herr Ferle, Sie managen nun seit mehr als einem Jahr die kaufmännische Seite der Deutschen Oper Berlin in dieser nicht enden wollenden Pandemie. Das ist eine große Herausforderung. Wie geht es Ihnen mit all den täglich neuen Vorschriften und Anforderungen und Änderungen hier in diesem Haus? Also mir persönlich geht es ja gut. Das freut uns. Aber für das Haus ist es natürlich eine relativ schwierige Situation, weil wir natürlich überhaupt keine Planungssicherheit haben, aber wir normalerweise lange Planungsvorläufe brauchen, um wirklich gute Arbeit machen zu können. Und Zielstellung war, als diese Pandemie begann, haben wir ja so gedacht, okay, das Ganze ist nach Ostern wieder vorbei, letzten Jahres. Ja, daran erinnere ich mich auch. Und haben uns dann irgendwie so fröhlich darauf eingestellt, dass wir dann nach Ostern spätestens wieder spielen würden. Als wir dann feststellen mussten, dass die ganze Sache dann doch etwas länger dauert und sozusagen auch finanziell bedrohliche Ausmaße einnimmt für ein Opernhaus dieser Größe, ging es eigentlich damit los, dass man viele, viele Arbeitsverträge, also Gastverträge lösen muss, Gastkünstler auszahlen muss, irgendwie Lösungen finden muss für diese Leute auch. Dass man auf der anderen Seite versucht, Kurzarbeitergeld zu generieren, um das Haus sicher durchzubringen. Wie war das denn gleich am Anfang? Hatten Sie da erstmal Angst oder Sorge oder Panik? Wie war denn so der erste Moment, als Sie das so realisiert haben? Also der erste Moment, wo wir sozusagen richtig echt mit Corona konfrontiert wurden, war eine Sitzung der geschäftsführenden Direktoren in der Staatsoper, wo wir uns sozusagen schon über diese Pandemie unterhalten hatten, uns auch schon darauf verständigt hatten, den Betrieb einzustellen. Das war im März 2020, wo ich einen Anruf von unserem Chordirektor erhielt in der Sitzung mit dem Hinweis, naja, Thomas, es tut mir unendlich leid, aber ich bin positiv. Woraufhin ich so eine leichte Panik bekam, weil ich saß gerade mit dem gesamten Vorstand der Stiftung zusammen und er saß ja mit uns auch oft zusammen, mit der Leitung. Ja. Und dachte ich so, oh Gott, also die gesamte Opernleitung in Quarantäne und vielleicht auch noch der gesamte Vorstand der Stiftung in Quarantäne, das kann ja ein Spaß werden. Ja. Also hatte ich beschlossen, ich müsste jetzt sofort getestet werden. Das war ja damals alles noch nicht so richtig reguliert, war ja noch neu Corona hier in Deutschland und ich dachte, jetzt brauchst du sofort einen Testtermin und habe dann die Sitzung schnell verlassen, sage ich, komme jetzt hier auch nicht wieder rein. Bin dann zu einem Arzt gefahren und gesagt, ich muss jetzt sofort getestet werden, der mich natürlich nicht testen wollte. Ich habe ihn dann aber quasi gezwungen. So. Ja. Und dann bin ich dann heimlich nochmal schnell in die Oper gelaufen. Also das war schon ein bisschen panisch und habe noch irgendwie so sieben Sachen versucht zu regeln, weil wir ja auch das Haus quasi leergeräumt haben. Ja.
und habe dann die ganze Arbeit auf meinen Assistenten abgewälzt, weil ich anderthalb Tage nicht da war. Das war echte Panik und danach wurde das dann sozusagen administrativ, Verwaltungsarbeit, Verordnungen lesen, abarbeiten, wie macht man Kurzarbeit, war ja für uns ja. Neuland. Genau. Tarifverträge genau. machen. Darüber wollen wir auch gleich sprechen, was das alles für Inhalte hatte. Aber wollen Sie uns noch erzählen, was Ihnen dann am meisten gefehlt hat, wenn man so schnell von 100 auf 0 gesetzt wird? Wie war das für Sie? Na, das war erstmal etwas merkwürdig, weil wir gedacht hatten, okay, wir räumen das Haus und machen vorne das Tor zu und es ist keiner in der Oper. Und dann ist man so ins Art Homeoffice gegangen, soweit irgendwie noch PCs irgendwo, also Laptops waren, ja. erhältlich waren in irgendwelchen Märkten, die auch noch geöffnet waren zu dem Zeitpunkt. Und das war ja für uns eine ganz ungewöhnliche Situation. Man hat sich irgendwie sozusagen nach Hause verzogen und meinte, man dürfte jetzt nicht rausgehen. Das Ganze hat dann 14 Tage angehalten, wo man dann sagte, nee, irgendwie ist das auch nicht so richtig, ich fahre mal lieber wieder in die Oper, woraufhin dann immer mehr Menschen irgendwie in der Oper wieder rumkrabbelten, was eigentlich auch nicht sein sollte. Ja, genau. Ja. Und Corona wollte nicht aufhören. Das war schon so ein bisschen schwierig und irgendwie sind wir es ja alle gewohnt, hier in der Oper eigentlich zusammenzuarbeiten. Das heißt, so richtig Homeoffice-Arbeitsplätze gibt es wenige hier. Und es fehlt einem auch einfach der Austausch, der direkte. Ja. Ja. Also, sodass wir dann alle irgendwie doch anfingen wiederzukehren und dann habe ich immer die Leute wieder verdonnert. Doch dann nicht haben zu Sie viel immer wieder gesagt, was machen Sie denn hier, Frau Lösch, gehen Sie mal nach Hause. Ich genau. erinnere mich gut, ja genau. Naja, sozusagen, man sollte ja die Kontakte beschränken oder auch das Notwendige beschränken. Und zum anderen hatten wir natürlich dann irgendwann auch Interesse, weil wir ja die Einnahmeausfälle hatten, sagen die Leute auch wirklich in Kurzarbeit zu lassen, weil wenn keine Arbeit da ist, dann brauche ich hier auch nicht sein, weil es so schön ist an der Oper. Ich verstehe das ja. Und die Kantine hatte ja irgendwann dann auch zu. Also insofern. Genau, dann waren wir eh alle nicht mehr da. Sie haben jetzt schon so ein bisschen angedeutet mit den Themen Kurzarbeit und so weiter, dass viele Dinge zu regeln waren, die auch ganz neu für Sie waren und ganz neu auch für die ganzen Mitarbeiter. Was genau zählte denn jetzt zu den Aufgaben und wie ist es gelungen, diesen Riesentanker sozusagen auf einen Kurs zu bringen, auch in so einer Zeit der Pandemie? Naja, wir haben ja aufgehört zu arbeiten. So. Und dann haben wir gesagt, okay, das Mittel der Kurzarbeit wäre ein Mittel, um das Opernhaus oder auch die Stiftung Oper in Berlin oder auch andere Theater natürlich irgendwie finanziell über den Berg zu bringen unter Umständen oder zumindest, dass es hilft. Nun ist es natürlich eher ungewöhnlich, dass man sozusagen in einem dem öffentlichen Dienst angeschlossenen Betrieb Kurzarbeit machen kann. Das heißt, die Tarifverträge gaben das gar nicht her. Das heißt, es mussten Tarifverträge abgeschlossen werden. Das ist dann irgendwann auch im Laufe gelungen. Wir waren auch so mit die Ersten, glaube ich, in Deutschland, die das hatten, sprich ab 15. März. Das waren nicht so einfache Verhandlungen und es war noch viel schwieriger, eigentlich finde ich, auch den Mitarbeitern hier im Haus klarzumachen, okay, du wirst jetzt zurzeit nicht gebraucht, bleib bitte zu Hause. Ja, das Weil kann ich verstehen. Der Mitarbeiter sagt, ich bin doch wichtig, ich arbeite an der Oper und wenn ich an der Oper arbeite, muss ich doch auch zur Arbeit gehen. Er sagt, ja, aber hier ist jetzt keine Oper gerade und proben können wir auch nicht und spielen tun wir auch nicht. Jetzt bleib bitte zu Hause, damit ich sozusagen zumindest das Geld ein bisschen retten kann. Das haben viele Mitarbeiter auch ein bisschen falsch verstanden, indem sie sagen, ich schätze die Arbeit nicht wert oder so etwas. Ja. Darum ging es aber überhaupt Ich glaube, das war auch eine eigene Verunsicherung natürlich bei allen. So. Ja. Und das hat so eine... Ja, eine Verunsicherung sicherlich. Ich glaube, das haben wir dann ganz gut so mit Videobotschaften irgendwie immer wieder überbrücken können auch. Und dass wir die Leute informiert haben, das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Belegschaft hat dann auch gut mitgezogen. Und dann hat man irgendwie ja natürlich darauf gelauert, also so, nachdem man sozusagen die erste Welle so hinter sich gebracht hatte, wollten wir dann ja auch gerne wieder spielen. Und dann wurden Verordnungen, die dann erlassen wurden, wieder gelockert und man durfte dann vielleicht wieder spielen. Und dann haben wir uns dann ja damals auf das Parkdeck Rheingold-mäßig so konzentriert und waren mit die Ersten, die es gemacht hatten weltweit, waren wir ganz stolz, 22 Musiker. Ja, über die Heldentaten sprechen wir ja gleich noch. Ach so, ja, die Heldentaten. Okay. Ja, genau. Aber jetzt wollte ich gerne noch an dieser Stelle, weil das doch eine wichtige Sache ist, es ist, glaube ich, sehr gut gelungen, unsere Mitarbeiterchor, Orchester, Sänger so durch diese Zeit zu bringen. Aber es gab doch auch die ein oder andere Künstlerpersonen, die nicht festangestellt waren und die vielleicht durch unser Raster fielen. Das ist zum Beispiel für die Mitglieder des Opernballetts der Fall. Da haben wir ja gerade eine kleine Initiative gestartet dafür. Wie schätzen Sie das ein? Haben wir das gut hingekriegt? Haben wir eigentlich alle gut durchgezogen? Und was ist noch auf der Strecke geblieben vielleicht? Naja, es gab sozusagen für Gastkünstler gab es ja in der Stiftung Opern Berlin eine klare Regelung, was sozusagen die Ausfallgagen betraf. Damit waren wir auch eins der ersten Häuser in Deutschland, die da klare Regelungen hatten. Das ist natürlich nicht das herausgekommen, was sie sonst verdient hätten, aber es ist zumindest etwas herausgekommen. Wir haben auch noch bei den kleineren Gagen, ich sag mal Extrachor und Statisterie, noch die bestellten Vorstellungen alle bezahlt oder zumindest mit Ausfallgagen bezahlt.
Und dann gibt es natürlich sozusagen bei einer Langfristigkeit irgendwann keine Beschäftigungsverhältnisse mehr, auf die man zurückgreifen könnte und man sagt, da zahle ich Ausfallgagen, sondern die haben einfach keine Neuengagements mehr bekommen. Und das ist jetzt sozusagen gerade bei den Opernballettleuten, das ist ein bisschen, das ist eine recht feste Gruppe hier am Haus, die doch sehr kontinuierlich hier immer wieder über Gastverträge verpflichtet worden sind in der Vergangenheit, die jetzt so ein bisschen durchs Raster rutschen. So, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir mal geguckt, vielleicht können ja doch die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen was von ihrem Gehalt abgeben. Also muss ja nicht so viel sein, aber wenn jeder ein bisschen was gibt. Also und dass wir einfach so mal die Härtefälle rauspicken und dass man denen vielleicht mal was zukommen lässt. Und wenn der Förderkreis das auch noch ein bisschen unterstützt, umso besser. Und machen jetzt nochmal so eine kleine Aktion irgendwie zum Ende der Spielzeit. Wer sich daran beteiligt, kriegt zwar keine Spendenquittung, aber hat was Gutes getan und mal gucken. Das unterstützen wir natürlich auf jeden Fall. Wir haben jetzt gesprochen mehr über den Bereich Kurzarbeit, Arbeitsschutz und über die Mitarbeiter. Wir haben früher in den jährlichen Pressekonferenzen auch immer sehr genau hingehört, wie das Budget war, wie das Haus finanziell dastand, wie die Auslastung war. Wie sieht das denn jetzt aus nach mehr als einem Jahr fast ohne Einnahmen? Wie würden Sie das beschreiben? Ist die Oper, steht die gut da oder müssen wir, was viele Leute befürchten, wieder diese Diskussion haben demnächst, dass die Schließung eines Opernhauses vielleicht bevorsteht, weil die Kosten zu hoch sind für diese Kultureinrichtungen? Also die Auslastungszahl prozentual habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Für die wenigen Vorstellungen, die wir gespielt haben, haben wir natürlich eine recht hohe Auslastungszahl, ist ja klar. Über die Einnahmen des letzten Jahres brauchen wir nicht reden. Die sind ja eher zu vernachlässigen. Das heißt, wir können dann uns nur den Kostenblock angucken. Und hier gab es natürlich Einsparungen in den Personalkosten, dass man Stellen, die jetzt frei geworden waren, nicht wieder besetzt hat. Wir haben allerdings auch Leute weiter beschäftigt, die erstmal befristete Verhältnisse hatten, wo wir sagten, jetzt unter Corona-Bedingungen schicken wir die Leute nicht in die Arbeitslosigkeit. Wir haben Einsparungen gehabt bei den Honoraren, also Sonderhonorare, die anfallen, wenn man hier einen Spielbetrieb eben hat. Und wir haben natürlich sozusagen bei den Gastsängern auch Einsparungen gehabt, weil wir natürlich nicht die vollen Honorare ausgezahlt haben, als wenn wir gespielt hätten. Aber der größte Block sicherlich, der sozusagen den Einnahmeausfällen gegenübersteht, ist dann das Kurzarbeitergeld, was wir bezogen haben, sodass das Haus jetzt nach dem Jahresabschluss 2020 sehr stabil finanziell dasteht. Wenn wir das ganze Geld dann auch wirklich behalten dürfen, dann müssten wir auch 21 eigentlich Wieso gut durchkommen. Wieso ist das gefährdet? Gibt es da irgendwie eine Befürchtung? Naja, natürlich haben die Häuser jetzt mit einem Jahresüberschuss quasi abgeschlossen, was eher ungewöhnlich ist für ein Theater. Ja. Wobei wir natürlich sozusagen, wenn wir wieder anfangen zu spielen, dann brauchen wir dieses Geld dringend, weil wir natürlich nicht mit vollen Kapazitäten spielen und wir aber natürlich die vollen Kosten haben werden. Aber das muss man dann mal sehen. Also wir sind jetzt rein finanziell betrachtet eigentlich ganz gut durchgekommen. Da ist jetzt Corona für uns nicht so ein großes Problem gewesen. Das ist mir so psychisch das Problem. Das ist ja interessant, weil wir haben das, was ich eben schon sagte, diese Befürchtung, also jetzt müssen die Häuser nachträglich noch groß subventioniert werden und so wäre ja auch wieder eine Möglichkeit, um die Diskussion anzuheizen, wir müssen ein Opernhaus schließen. Haben Sie davor Angst? Ist das jetzt ein Thema? Na gut, ich meine, damit musst du ja eigentlich immer rechnen. Ja. Ne? Also, dass solche Diskussionen kommen und die Summen sind ja erheblich, die man da so ausgegeben hat und das muss ja irgendjemand hinterher bezahlen. Also die Leute nach uns und wir auch noch müssen das ja bezahlen irgendwie in den nächsten Jahren. Das heißt, man wird sicherlich Steuerausfälle zu beklagen haben im größeren Umfang. Man hat Schulden aufgenommen, die muss man zurückzahlen, sodass das Geld nicht mehr so reichlich strömt, wie wir das jetzt vielleicht die letzten Jahre gewohnt waren. Und dann kann es durchaus dazu kommen, dass bestimmte andere Kosten, die wir sonst ausgeglichen bekommen hätten, wie zum Beispiel Tariferhöhungen, falls diese überhaupt noch stattfinden, irgendwie nicht erstattet bekommen. Ja. Oder dass man sogar mit Kürzungen wieder rechnen muss. Und natürlich wird man dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wieder darüber diskutieren, wie viel Kultur kann sich ein Land wie Berlin leisten, ja, oder will es sich leisten. Ja. Wobei hier ist es eigentlich sozusagen eine Kultur, der wesentliche Wirtschaftsfaktor dieser Stadt. Insofern hätte ich hier vor der Diskussion keine Angst. Aber das ist natürlich vielleicht in anderen Bundesländern anders. Die sind ja genauso getroffen. Und das wird sicherlich auch die Kultur treffen. Ja. Ja, also ich nehme auf jeden Fall für heute mit, dass es noch nicht aktuell diskutiert wird, ein Haus zu schließen durch die Corona-Pandemie bedingt. Nee, hat man sich noch nicht getraut. Wird man sich, glaube ich, auch nicht. Ah, das wäre ja schön. Wenn wir schon bei der Politik sind, ist natürlich auch eine Frage, wie Sie als Leitung eines Opernhauses oder im Stiftungsgremium, wie gehen Sie denn vor, um Ihre Interessen bei der Politik kundzutun? Haben Sie Dinge getan, Gespräche geführt oder wer tut das und wem überlassen Sie das? Naja, gut, muss man ja sagen, wir haben einen Kultursenator in Berlin, der sich schon eigentlich sehr um seine Kultureinrichtungen kümmert. Das macht er. Da muss man ihn auch loben für. Ja. Mit seiner ganzen Behörde oder ich so. Ich hoffe, das Herr Lederer hört zu. Ja, kann man ja sonst jemand ausrichten. Ja.
Das ist wirklich passiert und es gab auch eine Kommunikation, das also sehr enge auch. Wir waren so ein bisschen betroffen, dass wir teilweise bei diesen ganzen Infektionsschutzverordnungen und so weiter unter Spielhallen und Freudenhäuser und so weiter mitliefen irgendwie und plötzlich. Und hinter Friseuren und so weiter, ja, wo wir dann gesagt haben, das kann nicht so ganz sein. Also klar, wir überschätzen uns vielleicht auch manchmal, aber wir sind natürlich auch lebenswichtig, ist ja logisch. Ja. Und haben dann also auch gefordert, wenn man über Öffnungen wieder spricht, dann sollte man bitte auch gleich mit an die Kultur denken und sprich auch an die Theater und Opernhäuser. Das ist ja jetzt auch passiert, dass sozusagen das nicht ausgelassen wird bei irgendwelchen Öffnungsdebatten. Und insofern haben wir uns da auch durchgesetzt. Ja, ich fand es eigentlich ein bisschen erstaunlich, dass man in einem Land wie Deutschland uns erstmal sozusagen in diese andere Kategorie geordnet hat. Gab es da eigentlich mal eine Begründung dafür? Ich habe nie was gelesen, was das wirklich die Begründung für diese Einordnung war. Nein, es war sozusagen irgendwie, hatten die Leute alle Angst, dass sie irgendwie kein Klopapier bekommen oder ich weiß nicht was, oder nichts mehr zu essen bekommen und dann schien das plötzlich nicht mehr so wichtig zu sein. Dann hat es, glaube ich, schlichtweg etwas übersehen und es ging ja sozusagen gar nicht, weil wir gefährlich sind, sondern weil man die Leute von der Straße haben wollte. Ne? Nicht auf dem Weg zu den Opernhäusern und zu den Veranstaltungen, genau. Ja, jetzt haben wir viel gesprochen darüber, was es bedeutet hat, die Schließung und das Stillhalten. Jetzt langsam wollen wir ja wieder in eine Richtung kommen, wo wir öffnen dürfen, aber auch das ist ja aus kaufmännischer Sicht betrachtet nicht immer unbedingt eine leichte Aufgabe. Was bedeutet das denn, wenn wir nur mit 700 öffnen dürfen, dann vielleicht 4 Wochen später wieder schließen, dann wieder halb öffnen. Was bedeutet das für Sie, wenn wir diese Unsicherheiten auf zu und kleine Kapazitäten fahren? Also vielleicht mal zu den Kapazitäten. Ein ganz krasses Beispiel, sehr konkret. Letztes Jahr im Juni hätten wir ja normalerweise unsere Rheingold-Premiere gehabt im Großen Haus. Die Einnahme der Rheingold-Vorstellung hätte bei ungefähr 160.000 Euro gelegen im Haus. Der Aufwand auf dem Parkdeck war natürlich vom Orchester her geringer, aber die Anzahl der Sänger war gleich. Mhm. Und die Einnahme dort waren keine 5.000 Euro. Ja, so, das ist sozusagen die Dimension. Wenn man jetzt ein Haus mit 770 Plätzen nur bespielt, was 1.850 Plätze hat, das dann auch noch ausverkauft bekommt, was wir davon, gehen wir jetzt beim Rheingold mal aus, dann hat man natürlich irgendwie weniger als die Hälfte an Einnahme, hat aber trotzdem die gleichen Kosten wie vorher auch, also auch wenn du vor 1.850 gespielt hast. Das stellt sich dann irgendwann als Problem dar. Gibt es ein Break-Even, ab wie viel Zuschauern das dann kippt und dann sich lohnt? Naja, im Grunde gehen wir in diesem Haus von einer durchschnittlichen Einnahme pro Vorstellung übers Jahr gerechnet, über alle Vorstellungen von 63.000 Euro aus, im Schnitt. Da hilft natürlich so ein Rheingold mit 140.000 oder 150.000 irgendwie erheblich, weil andere Vorstellungen nicht so gut laufen vielleicht oder weniger laufen. Aber das ist so die Rechnung. Und wenn ich jetzt sozusagen Gästekosten auf der Bühne habe von mehreren 10.000 Euro, kippt das irgendwann um. Natürlich. Na, ist ja logisch. Dann haben sie noch im Orchester ein paar Aushilfen sitzen und vielleicht haben sie beim Chor noch ein paar und dann haben sie Statisterie, Peripherie drumherum. Kostet ja alles Geld. Ist jetzt auch irgendwie im Moment kein Problem und wir machen das auch. Und wenn wir hier wieder öffnen können, dann werden wir auch auf Teufel komm raus spielen. Werden wir machen. Dafür kriegen wir ja auch einen Zuschuss und wir auch verpflichtet zu. Aber das ist natürlich jetzt erstmal eine schwierige Phase. Ne? Und wir hoffen natürlich darauf, dass wenn wir zum Beispiel den Ring im November dann machen, dass wir wieder bei voller Kapazität spielen können. Ne? Und dann ist so ein bisschen die andere Frage, kommen die Leute denn überhaupt? Weil wir natürlich irgendwie normalerweise Besucher aus dem Ausland hätten, nicht unerheblich. Also für die amerikanischen Mitglieder des Ring Circles, die buchen jetzt schon. Die haben gesagt, sie kommen auf jeden Fall. Also ein paar Amerikaner werden wir da haben, hoffentlich auch viele Berliner. Das heißt, wenn wir jetzt, Sie haben das Stichwort selber gegeben, im Juni hoffentlich das Rheingold und hoffentlich auch mehr als einmal geben können, dann würden wir das auch mit 700 Leuten spielen und mit der kleinen Kapazität zurechtkommen und uns freuen, wenn wir wieder öffnen. Na, wir würden es auf jeden Fall machen. Wir würden auch versuchen, also sozusagen die maximale Anzahl von Vorstellungen, ich würde jetzt nicht gleich so einen normalen Spielplan, aber wir haben ja jetzt im Juni schon mal was angekündigt, was wir gerne machen würden. Das würden wir auch umsetzen. Klar, ist nicht so schön wie sonst. Also so einen großen Premierenempfang werden wir nicht machen können, fürchte ich. Und wir werden auch nicht uns noch abends auf der Terrasse hier, dann bei schönem Wetter, 12. Juni ist, glaube ich, die Premiere, zuprosten dürfen, weil vielleicht das Restaurant gar nicht geöffnet hat. Das wollte ich auch sagen. Unser Herr Hattenbach, der ist ja nun wirklich auch in der Bredouille an der Stelle mal erwähnt. Das wäre natürlich schön, wenn auch er wieder zurückkommen dürfte. Oh, wir vermissen ihn schon sehr, ja. Und es wird halt unter anderen Bedingungen stattfinden, hoffentlich. Sicherlich mit Maske, mit Abstand. Wie gesagt, 770 Personen mit Negativtests. Ich meine, man kann sich jetzt überall testen lassen, ist ja kein Problem. Ja, dann. Aber ist das eigentlich geregelt inzwischen oder wird das geregelt sein, wie das mit Getesteten und Geimpften und mit wie all das läuft? Also ich gehe davon aus, dass sich das innerhalb der nächsten Woche
oder innerhalb der nächsten 10 Tage regelt, dann haben wir einen ganz kurzen Vorverkaufszeitraum. Aber das werden wir schon voll kriegen. Ja, den wir jetzt hier gerne verraten würden, den Vorverkaufszeitraum, aber den haben wir noch nicht. Ne? Das wissen wir noch nicht. Man muss halt schnell sein, weil er nur kurzfristig ist. Ja. Also wenn alles super läuft und alle Entscheidungsträger wirklich jetzt mal entscheiden und sagen, okay, so soll es sein, dann können wir das umsetzen, dann könnten wir theoretisch am 27.05. in den Vorverkauf gehen. Mhm. Okay, wunderbar. Dann hat man aber nur irgendwie 14 Tage, ja, um die Rheingold-Karten zu kaufen. Aber es sind ja auch nur 6 Rheingold-Aufführungen, 770 Plätze. Na gut, also wir werden vom Förderkreis aus sehr schnell sein, da bin ich ziemlich sicher. Ja, wenn wir jetzt über die Kultur so viel gesprochen haben, wollte ich Sie noch fragen, wie kam das eigentlich, dass Ihr Interesse für die Kultur so groß war und dass Sie sich entschieden haben, in die Kultur zu gehen nach Ihrem Betriebswirtschaftsstudium? Eigentlich relativ einfach auch. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert. Das ist jetzt mehr oder weniger spannend. Ne? Ich wollte es nach 3 Semestern auch wieder aufgeben. Ja. Habe dann aber nebenbei am Hamburger Schauspielhaus gejobbt, so Karten abgerissen und Garderobe ausgegeben, solche Sachen. Ja. Und da waren ganz viele junge Kollegen, das war noch unter Peter Zadek damals, und auch viele ältere Kollegen, die diesen Job gemacht haben. Das waren ja so Minijobs. Und die älteren Kollegen haben immer aufgepasst. Und wir konnten dann, während die Vorstellung lief, eigentlich in die Aufführung gehen. So ist ein bisschen so bei mir irgendwie so der Wunsch entstanden, ja, so Theater zu erleben. So. Ja. Und dann habe ich so die Leute ein bisschen kennengelernt. Und dann habe ich meinen damaligen Chef im Hamburger Schauspielhaus dann auch mal kennengelernt. Der war, glaube ich, Volkswirt. Und dachte ich so, naja, okay, dann ist ein Studium so eine Grundlage dafür, dass man sowas machen kann. Das war eigentlich die Entscheidung, mal irgendwann das Studium fertig zu machen. Ich habe dann auch einen Augenblick gebraucht dafür. Und habe dann irgendwie abgeschlossen und habe gesagt, ich möchte dann ans Theater gehen und habe das auch so umgesetzt und bin damit auch absolut glücklich. Sind Sie denn auch selber kreativ gewesen? Waren Sie auch mal, haben Sie sich versucht beim Theaterspiel oder beim Gesang oder musikalisch in irgendeiner Form? Nee, ich singe nicht, ich spiele nicht. Ich stand aber auch schon mehrmals auf der Bühne. Das war dann meistens nicht so der gute Anlass. Das ist dann irgendwann dann, wenn du Intendanz siehst, das mache ich jetzt hier an der Deutschen Oper nicht, aber das habe ich früher viel gemacht. Gemacht hast, dann musstest du irgendwie ankündigen, dass jemand heiser ist oder nicht wieder auf die Bühne kommt oder etwas absagen oder so etwas. Dann meistens sind das ja die Fälle, die man eigentlich nicht so gerne hat. Ja. Aber ich kann nur der Kunst dienen. Ja, aber das tun Sie ja sehr gut und das freut uns auch. Wenn Sie nicht an diesem Haus und in dieser Funktion tätig wären, also jetzt mal rein theoretisch, was wäre denn ein alternativer Lebensentwurf für Sie gewesen? Also das hätte ich früher nie gesagt, aber heute denke ich viel darüber nach, ob man nicht sozusagen wirklich alternativ leben könnte. Und das wäre dann wirklich so ein, ist vielleicht völlig naiv gedacht, aber dass man sich dann mit, das Wort darf man ja auch nicht so oft benutzen, nachhaltigen Ackerbau beschäftigen würde oder solche Sachen oder diese Dorfgemeinschaft. Ich finde das schon faszinierend. Jetzt bin ich heute zu alt dafür, aber und ich hätte es auch vor 20 Jahren nicht gesagt, dass es eine Alternative wäre. Heute denke ich oft darüber nach, ob man da nicht ein anderes Lebensgefühl einfach entwickeln würde und auch eine andere Wertigkeit erfahren würde, wie man mit Dingen umgeht und was Wachstum bedeutet und ein unbegrenztes Wachstum. Da kann man ewig sich jetzt drüber unterhalten. Finde ich aber interessant, wenn man solche Berichte sieht und ich bewundere solche Leute auch sehr. Ja, und ich finde, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht so denkt, kann ich mir das sehr gut vorstellen, denn wenn ich Sie jetzt nach Ihren Hobbys frage, dann weiß ich, dass Sie zum Beispiel ein leidenschaftlicher Gärtner sind. Leider habe ich Ihren Garten noch nicht gesehen, aber wie steht es in Ihrem Garten und was sind sonst noch Hobbys, die Sie gerne machen? Naja, ich habe eigentlich nur den Garten als, was heißt Hobby? Also ich meine, ich habe ja Hobby und Beruf ist ja bei mir eins irgendwie. Ja. Und dann kommt dazu eben der Garten. Also das reicht ja dann auch, weil eine Beziehung will man ja auch noch pflegen. Aber ein Garten kostet schon eine Menge Zeit, gerade wenn man es selber macht. Ich mache es selber oder wir machen es selbst. Ja. Und der ist auch gar nicht so groß, der ist ein bisschen groß. Aber und der ist über 100 Jahre alt und eingewachsen und sehr schön angelegt, so halb wild. Also, ja. Und da sieht picobello aus, weil man dann doch jetzt momentan ein bisschen mehr Zeit hatte für den Garten. Was irgendwie schade ist momentan, es wächst nicht so richtig. Das heißt, das liegt an der auch die wenigen Apfelbäume Wärme. Und Quittenbäume, die dort stehen, die blühen jetzt so vor sich hin und es ist keine Biene da. Ja, also das, so, das heißt, man wird wieder auf die Quitte verzichten müssen, die ist ja fürchterlich. Ja, stimmt. Das Haben ist schade. Sie in der Corona-Zeit irgendwelche neuen Hobbys entdeckt? Ich meine, Sie waren ja auch mehr, sagen wir mal, nicht im Haus als früher. Haben Sie irgendwas Neues entdeckt für sich in der Zeit? Nee, ich habe jetzt aber eigentlich auch festgestellt, dass ich eigentlich im Nachgang betrachtet gar nicht mehr so wenig im Haus war. Also so viel weniger ist es denn gar nicht gewesen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, dass man doch irgendwie hierher muss, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber ich habe das Gefühl halt, ich fühle mich hier besser. Und ich mag auch keine Videokonferenzen, was man also jetzt immer so neumodern macht.
von zu Hause aus machen. Das finde ich hier angenehmer. Hier sind auch die Unterlagen dann dazu. Ich muss das nicht so vorbereiten. Dann. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt nun alle dann hoffentlich geimpft oder genesen und gesund wieder das kulturelle Leben aufnehmen. Sie haben ja auch selber gerade gesagt, vielleicht denken Sie heute auch anders über Dinge als noch vor einiger Zeit. Was glauben Sie denn, diese Zeit der Pandemie wird uns das dazu bringen, uns anders zu begegnen? Und wird es auch die Kultur verändern oder unseren Blick auf die Kultur? Oder glauben Sie, wir rutschen ganz schnell wieder in diesen alten Trott, in das Alte? Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich hoffe, wir begegnen uns dann irgendwann wieder, wie man das von früher her auch kennt. Ich vermisse zum Beispiel ganz stark eine Körperlichkeit, irgendwo auch bei Menschen oder auch Gesichter, die man irgendwie gerne sieht. Ja. Und ich muss die Menschen noch nicht mal kennen, ich möchte sie einfach nur sehen auf der Straße und zwar als Ganzes. Das vermisse ich schon sehr und ich glaube, das wird auch wieder hoffentlich normal werden. Was man, glaube ich, daraus lernen kann aus dieser Pandemie, ist, dass es nicht immer einfach nur so weitergeht, wie wir es gewohnt waren und immer, wie sagt man, immer höher, schneller, weiter oder sowas, mehr. Das mit dem Mehr, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal weniger werden und man wird auch die Schäden irgendwie feststellen und wir müssen sicherlich auch nochmal darüber nachdenken, also was ist eine Solidargemeinschaft, ja, also da sind ja doch jetzt, der ein oder andere ist durchs Raster gefallen einfach, wie fängt man das wieder auf, wie groß sind die Schäden denn wirklich? Was ich eigentlich viel interessanter finde, wie geht gerade hier in Deutschland, also wie geht man in Deutschland damit um? Also ich habe mich hier immer sehr sicher gefühlt in diesem Land und bin sehr selbstbewusst damit umgegangen, habe immer gedacht, hier ist alles super oder fast alles super. Und ich stelle dann auch jetzt fest, dass wir von dem, was ich so als Kind immer so gedacht habe, irgendwie wie toll das ist, in diesem Land zu leben und dann als Jugendlicher und dann als Erwachsenwerdender und dann als Erwachsener, so dachte, das ist so ein Industriestaat, das ist eine der ersten Industrienationen, ja, wie schlecht diese Krise gemanagt worden ist, hier von allen Seiten, von Verwaltungsstrukturen, aus der Politik, dieses Durcheinander, was man angerichtet hat, diese Verunsicherung, darüber bin ich entsetzt und ob sich da etwas ändert, ob man dann jetzt kapiert hat, okay, mit den jetzigen Verwaltungsstrukturen kannst du keine echte Krise managen. Und zwar nicht schnell vor allen Dingen. Ja, schon gar nicht schnell. Ja, du bist nicht in der Lage sozusagen, also das kann nicht sein, dass Gesundheitsämter sagen, wir haben ein Faxgerät und können sie uns das nicht faxen, die Informationen wegen Datenschutz. Solche Sachen dürfen nicht passieren. Ja. Also dann wären wir ja nie fertig damit. Das muss man, glaube ich, daraus lernen und da muss man echt sehr dran arbeiten und da darf man nicht in diese alten Strukturen verharren oder sofort wieder zurückfallen, wenn man sagt, jetzt sind alle geimpft. Ja, also das ist die sozusagen kulturpolitische Seite. Für die Kultur selber, meinen Sie, dass das sich auch auswirken kann auf das, was wir sehen werden oder müssen wir da nochmal einen Künstler fragen? Da muss man sicherlich eher nochmal einen Künstler fragen. Was, glaube ich, fehlt, ist ein Jahr Kreativität, ja, weil wir irgendwie alle mit diesem Problem belastet worden sind. Es gibt bestimmt ganz viele Musiker, wenn man das so manchmal hört, auch aus der Popkultur, die haben dann irgendwie weitergemacht und komponiert und gesungen und eingespielt oder so, klar. Aber ich glaube sozusagen so dieses Inspirieren lassen, ja, also wenn ich ins Theater gehe oder wenn ich irgendwie mich austausche mit anderen Menschen zu einem Film oder so, das hat man ja irgendwie nicht so richtig gehabt, weil man erstens den Film nicht gemeinsam gesehen hat oder auch nicht mehrere Leute diesen Film gesehen haben, sondern jeder hat irgendwie alleine zu Hause Netflix geguckt oder was weiß ich was. Ja. Oder man hat zusammen nicht eine Kunstausstellung besucht, weil die hat gar nicht stattgefunden. Also fehlt einem das auch, dieser Austausch dazu. Und ich glaube, das wird uns so ein bisschen, ja, das wird uns fehlen dieses Jahr. Ich glaube auch, dass viele Künstler sozusagen eher dann mit Existenz beschäftigt waren, also mit Existenz sichern auch. Ja. Weil die eben besonders betroffen waren. Ja. Also auch gar nicht jetzt nur aus dem klassischen Bereich, sondern ganz allgemein. Wo ich denke, so, puh, also da fehlt uns jetzt erstmal ein Stückchen normal leben. Ob das für die Zukunft Auswirkungen hat, also ich glaube zum Beispiel ganz fest daran, dass es einen Opernbetrieb wieder gibt, wie man ihn früher auch gehabt hat. Auch irgendwann wieder ohne Maske und voll besetzt. Ich glaube auch Theater kann nicht anders stattfinden, also Schauspiel, auch Tanz nicht. Das bringt keinen Spaß, das im Livestream irgendwo zu sehen, nicht wirklich. Das muss so gut sein, wie wir ihn gemacht haben natürlich, aber das ist ja auch der eine der wenigen. Ja. Deshalb machen wir es auch nicht so oft. Und nein, aber es ist auch sehr aufwendig dann. Aber so, es macht nicht richtig Spaß und ich weiß nicht, wenn ich durch eine Ausstellung gehe, dann möchte ich eigentlich die Kunst schon selber sehen und nicht irgendwie auf irgendwelchen
Bildschirmen oder sowas. Ja. Ich glaube, auch das Kino wird wiederkommen. Also man hat ja damals mal gesagt, der Tod des Kinos ist das Fernsehen. Ja, ja. Und dann kam das Fernsehen und die Kinos haben sich wieder berappelt irgendwie, haben Strategien entwickelt, wie man dagegen vorgeht, mit besseren Hörgewohnheiten, größeren Leinwänden. Ist ja auch viel schöner. Also ich freue mich auf den nächsten Kinobesuch schon ganz doll. Ja. Ja, also dann merken wir Ihre Leidenschaft für den Kulturbetrieb, auch insbesondere für unsere Deutsche Oper. Wir sind schon fast am Ende des Podcasts und diejenigen, die häufig zu Gast bei unseren Joe Fixes waren oder unseren Podcast schon kennen, wissen es. Am Ende lautet unsere Frage natürlich, was war Ihr schlimmstes oder schrillstes oder schönstes Erlebnis an der Deutschen Oper Berlin? Ja, jetzt sagen Sie an der Deutschen Oper Berlin, das haben wir so vorher nicht besprochen. Ne? Ja, das stand aber schon so in der Frage. Ja, also ich sage mal, ich kann von einem Theatererlebnis einfach mal berichten, was ich wirklich schrill fand. Und da war ich noch echt noch sehr jung. Da habe ich noch Karten abgerissen am Hamburger Schauspielhaus, war aber in der Aufführung drin. Und das war damals die Lulu von Peter Zadek, die am Schauspielhaus gegeben wurde. Und nach der Pause fing die Aufführung wieder an. Ich saß da an der Seite auf der Treppe, glaube ich, irgendwo. Das war alles ein bisschen leger damals am Hamburger Schauspielhaus. Und dann krakeelte plötzlich jemand so aus dem ersten Rang und rief da so rein in die Aufführung. Mhm. Leute guckten sich so um und was ist da los oder sowas. Und es war nicht so ganz klar, gehört das jetzt zur Inszenierung oder gehört das nicht zur Inszenierung? Also es gehörte nicht zu der Inszenierung, sondern es war jemand, der sich von der Straße aus dahin verirrt hatte, so leicht alkoholisiert und auch, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich ohne festen Wohnsitz oder so. Und hat sich dann da niedergelassen und meinte, er müsste das jetzt alles mal ein bisschen aufmischen, mischte das auch auf. Aber man konnte auch vermuten, dass sozusagen bei einer Inszenierung von Peter Zadek das vielleicht auch dazugehört. Ja. Und das Publikum wusste jetzt nicht, was los ist. Irgendwie wurde das Problem dann irgendwann aus der Welt geschafft. Aber das war relativ schrill eigentlich, wo man gar nicht mehr weiß, okay, gehört das dazu, gehört das nicht dazu. Das gibt es natürlich an der Deutschen Oper nicht, die Art von Erlebnis. Nee, die Deutsche Oper ist da zivilisierter. Aber wenn Sie nach so einem sehr schönen Erlebnis fragen, also ich fand etwas, wir hatten ja vor ein paar Jahren diesen wirklich unglücklichen Wasserschaden hier, der so lange das Haus in Mitleidenschaft gezogen hat. Da gab es eine Situation, das war direkt nach Weihnachten, wo ich mit den Versicherungen, den Gutachtern und Versicherungsmaklerinnen und mit Mitarbeitern hier vom Haus in der Kantine gesessen hatte. Und wir hatten ja sozusagen ein lahmgelegtes Haus, es passierte nichts. Ne? Also es ging nichts auf der Bühne, weil überall war irgendwie Feuchtigkeit und Wasser drin und die Leitungen funktionierten nicht. Und der eiserne Vorhang war ja unten. Solange wir den eisernen Vorhang nicht bewegen können, hätten wir auch nicht mal darüber nachdenken können, weil wir wieder spielen. Ob überhaupt was gespielt wird, ja. Und wir diskutieren also da unten über, wie groß der Schaden ist, was alles irgendwie viel gemacht wird. Keiner hatte eine Ahnung, wie groß der Schaden wirklich wurde und zu dem Zeitpunkt. Und dann kam plötzlich der Durchruf vom Inspizientenpult, dass sich sozusagen der eiserne Vorhang bewegt hätte. Und das fand ich ein sehr schönes Erlebnis, weil ab dem Moment konnte man sich überlegen, was kann man überhaupt wieder mit dem Haus machen die nächsten Tage. Ja. Also dann hat man ja dann später geleuchtet vom Zuschauerraum und all solche Sachen. Aber so, das war sehr schön, das ist dann so, wo man so ein bisschen erleichtert ist und sagt so, ach Gott sei Dank, es geht weiter. Ist vielleicht jetzt auch sehr sentimental. Ja, aber das ist ein schönes Stichwort zum Schluss. Es geht weiter und wir gucken positiv in die Zukunft. Das ist doch eigentlich sehr schön. Also der Eiserne und alle anderen Vorhänge sollen sich ganz bald wieder bei uns heben. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute für den Endspurt und hoffe auf ein bald wieder volles Haus. Danke für Ihre Zeit, viel Kraft und bleiben Sie gesund. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die nächsten Wochen und auf Wiederhören beim nächsten Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Dankeschön. Vielen Dank und wir sehen uns bei Rheingold, ne? Ja, tun wir. Tschüss.